Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind hier immer noch auf dem Schiff und haben Satir Shan und ihre Schüler gefunden. Wir sollen jetzt mal mit Kira nochmal sprechen und schauen mal, was hier passiert. Wir hatten gerade einen heftigen Kampf hinter uns. Noch mehr Tote zu Füßen meines Vaters. Meisterin Satil. Sie lebt noch, aber Tread und Syl sind tot und der Rest steht kurz davor. So viel Dunkelheit. Wir müssen uns beeilen. Bildet einen Kreis. Schnell! Ich gebe euch von hier aus Deckung, nur für den Fall, dass sich irgendwo noch Versprengte verstecken. Teron? Sie ist meine Mutter. Ich bin froh, dass ich helfen kann, aber ich glaube nicht, dass ich ins Innere ihres Geistes blicken möchte. Wir werden unseren Geist mit Satil vereinen, um ihr im Kampf zu helfen. Konzentriert euch auf sie. Achtet auf ihren Atem und passt euch ihm an. Schließt eure Augen. Wir folgen Kiras Anweisungen. Lasst euch von meiner Stimme leiten. Hört zu. Folgt meiner Stimme. Die Macht vereint uns alle. Durch die Macht wird alles eins. Folgt meiner Stimme. Folgt. Ich kann die anderen nicht spüren. Ich bin nicht sicher, ob sie es hineingeschafft haben. Unerwartete Gäste. Faszinierend. Wer seid ihr? Ist das euer Ernst? Ihr erkennt mich nicht? Nein, aber da ihr mit Absicht hergekommen seid... Wer solltet ihr sonst sein? Ich habe sehr viel von euch gehört. Und da geht das Gekämpfe schon wieder los. Besiege die Geister. So schnell stirbt niemand. Das oder können wir jetzt reden? Beeindruckend. Überaus beeindruckend. Was zum? Mein missratenes Kind. Gerade ihr solltet es besser wissen und meine Stärke nicht herausfordern. Oder so entnahm ich es der Erinnerung dieses Jedi. Euer Geist ist widerstandsfähig, milde ausgedrückt, passt sich sehr schnell an, wehrt sich standhaft. Wir stehen uns nicht zum ersten Mal gegenüber. Erinnert ihr euch nicht? Diese Jedi erinnert sich, auch wenn es an Einzelheiten fehlt.
Ihr seid nicht, was ihr vorgebt. Doch bin ich. Und auch nicht. Ich glaube, ich verstehe. Das ist euer ursprünglicher Körper, richtig? Ihr seid nicht Valkorion oder Vishiet. Ihr seid Tenebrae. Oh, so klug, wie man mich hat glauben lassen. Das in ihm verankerte Ritual ist keine Seuche. Es ist ein Abdruck, ein Echo dessen, was er damals war. Es hat länger gedauert, als ich gehofft hatte, mich selbst wieder zusammenzusetzen. Aber Zeit war noch nie ein Problem. Nicht für mich. Ehrlich gesagt, ich habe den Vorgang durchaus genossen. Die Erinnerungen dieser Jedi und ihrer Anhänger an mich, an uns, recht amüsant. Ich werde euch aufhalten. Ihr werdet ihr oder sonst jemandem nie wieder wehtun. Wie selbstbewusst. Ihr kennt mich offensichtlich nicht so gut, wie ihr denkt. Die Version von mir, die ihr kanntet, wurde zu selbstgefällig. Abgelenkt von sterblichen Bedenken. Reiche, Kriege, sogar eine Familie. Ich habe gesehen, wohin dieser Weg führte. Jetzt bin ich nicht mehr so leicht abzulenken. Mir wird gelingen, woran er scheiterte. Und dank euch habe ich eine Auswahl interessanter Körper, um mich zum Sieg zu führen. Müssen wir jetzt schon kämpfen? Nee, wir müssen weiter. Den Gedanken streng folgen. Und bekommen das weiterhin auch hier mit denen zu tun. Schon einen runtergeworfen. Jetzt wird noch gegen den anderen hier kämpfen. Ja, müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Hauptsache ein Sanitätsdruid ist da. Besiege den Roll. Sind wir hier? Finde eine Erinnerung. Begib dich ins Zentrum der Vorstellungswelt. Also wieder zurück. Da haben wir die jungen Padawan. Zu doll im Weg, dass man da nicht dran vorbei. Das bringt gar nichts gerade. Waren sie zu schnell bei uns. Aber gut, dass die Dinger leuchten. Sonst würden wir die wahrscheinlich niemals finden. Wo wollt ihr denn hin als Trupp? Die Wildheit und Boshaftigkeit. Richtiges Labyrinth hier. Aha. Sieht mir so ein bisschen so aus wie Tython, wo wir gestartet sind damals. Wo es den Tempel der Jedi auch gibt.
mit welcher Überzeugung ihr zuschlagt. Seht ihr nicht, wie sinnlos das alles ist? Ich beherrsche diesen Ort. Was auch passiert, jede Bewegung erfolgt durch meinen Willen. Und ihr macht keinen Unterschied. Ihr könnt keinen Erfolg haben. Nur alleine sterben. Im Kampf gegen euch ist niemand allein. Er Sehr hat gut. uns gespalten. Er weiß, dass wir gemeinsam stärker sind, als er es sich je erhoffen darf. Schließen wir uns zusammen. Es wäre mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Gemeinsam werden wir ihn besiegen. Also, Revan ist mit von der Partie. Wir werden Satil und die anderen im Zentrum von all dem hier finden. Vorwärts! Gut. Also das hört ja gar nicht mehr auf. Ich komm hier irgendwie nicht weg. So, das ist vielleicht der letzte hier. Okay, die kommen immer in Zweierteam. Ah, okay, jetzt kommt ein Groll. Also hört es auch irgendwann auf. Verschwinden wir hier mal ganz schnell. So, den Weg wieder zurück. Und wir sollen uns jetzt natürlich ins Zentrum begeben. Ihr hättet gewonnen, dass eure Erfolge eure Niederlagen aufwiegen würden, dass eure Opfer etwas bedeutet haben. Irgendetwas. Nach allem, was ich getan habe, alle, die ich versklavt habe, alles, was ich zerstört habe, ihr hättet es wissen müssen. Ihr kennt das wahre Gesicht der Macht nicht, aber das werdet ihr. Schon bald. Das werdet ihr. Kamen wir doch nicht vorbei. Hier kommen wieder mehrere. Können wir hier einfach reinlaufen? Nö, jetzt zumindest. Gerade aus dem Kampf draußen. So, was ist hier los? Ich finde eine Erinnerung. Hier ein Datacron. Begib dich ins Zentrum der Vorstellungskraft. Abscheu.
Den lassen wir links liegen. Die anderen sind runtergefallen. Schon wieder. Da wollen wir rein. Ich hab's euch gesagt. Ich kontrolliere alles, was hier passiert. Ich bin unsterblich, unendlich, endlos. Alles endet. Selbst ihr. Ich glaube, ihr habt schon einmal versucht, mich zu vernichten. Ihr seid gescheitert. Ich habe euch damals gerettet. Jetzt werde ich euch nicht retten. Narren! Sieht mir ganz nach einem Endkampf aus. Ihr glaubt, ihr werdet hier für immer verloren. Aber ihr kanntet den Weg zu seiner Vernichtung schon immer. Gemeinsam werden wir seinen Untergang finden. Satil ist stärker, als diese Kopie glaubt. Sie ist entgegen seiner Annahme keine leichte Beute. Er sammelt die Fakten seiner anderen Leben aus den Erinnerungen und Eindrücken von Satil und ihren Schülern zusammen. Aber er hat nur das Wissen um diese Ereignisse. Die aus den Erfahrungen abgeleitete Weisheit fehlt diesem Tenebrae. Ihr scheint sehr scharfsinnig zu sein. Ihr scheint viel darüber zu wissen, was hier vor sich geht. Ich weiß nur, was ihr auch wisst. Fallt nicht auf seine Arroganz herein. Er ist verwundbarer, als er uns glauben machen will. Aber dennoch das gefährlichste Wesen der Galaxis. Wenn wir ihn nicht hier und jetzt vernichten, erhalten wir vielleicht nie wieder Gelegenheit dazu. Er ist ein Relikt aus einer längst vergangenen Ära. Vernichtet ihn. Zerbrecht die Ketten, in die er uns alle schlägt. Befreit die Galaxis von seinen Manipulationen. Rächt mich. Rächt uns alle. Das ist der Plan. Finde eine Erinnerung. Dürften wir hier vorne finden. Gib dich ins Zentrum der Vorstellungskraft. Ein weiteres Mal. Wir haben niemanden dabei gerade, sehe ich. Können wir uns da jemanden rufen? Können wir auch nicht. Keiner da. Also müssen wir irgendwie alleine klarkommen. Das sieht mir nach einer Arena aus, wo vielleicht so eine Art Endkampf stattfinden könnte. Huch.
Das schauen wir uns dann vielleicht in der nächsten Folge an, liebe Leute. Da vorne wartet Valen auf uns oder zumindest das, was von ihr übrig ist. Vielleicht ein Echo oder sowas. Und vielleicht schließt auch sie sich noch dem Kampf an. Das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.